Gut, wir haben wieder extrem viel zu spellen. Komm, machen wir jetzt mal. Also, wir haben hier... Ich will in die Richtung, ne? Wir wollen in die Richtung. Wir brauchen nur noch einen Punkt da drauf. Dann machen wir das mal. Abklingzeit ist eigentlich soweit ganz gut. So. Wir wollen keine Blitznova. Aber wir könnten das da nehmen. Wir könnten das quasi von der Reichweite ja noch ein bisschen upgraden. Ansonsten Elementardurchdringung. Okay, ist auch ganz cool. Entfachen ist eigentlich schon bei 100%, oder? Bin ich jetzt doof? Was kann ich denn noch? Weil irgendwie glaube ich, also die Abklingzeit ist eigentlich so ganz fein. Statt um dich herum gewirkt. Wird jetzt am Zielort anstatt um dich herum gewirkt. Ja, das ist eigentlich ganz cool, ne? Den Bereich größer machen ist auch richtig nice. Glaube ich, aber da brauchen wir wahrscheinlich auch nur ein, zwei Punkte drin. Also würde ich jetzt nicht so behaupten, dass wir extrem viel Reichweite, also extrem viel Bereich brauchen. Aber das wäre halt nice. Das wäre halt doch schon ziemlich geil. Ich glaube, das hat auch keiner hier, ne? Ja, das hat auch wirklich keiner hier. Da würde ich schon fast die Elementardurchdringung gehen. Dass sie quasi 70% könnte man da hochgehen. Und dann hier, dass man die Nova einfach in einem Zielort wirken kann, weil das halt... Feinde zu entzünden und die ist doch schon... Also die ist doch jetzt bei 100%. Ich bin mir... Ich verstehe das nicht so 100%. Oder ist die jetzt... Oder wird die dann erst 100, wenn ich da einmal reinskille? Ha. Aber ich glaube nicht, weil hier ist 1 von 1 und hier ist schon 250, 25, 100. Also ich glaube, wir sind bei 100%. Und mehr als 100% macht jetzt irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Macht nicht so viel Sinn, ne? Würde ich wahrscheinlich da reinskillen, damit ich... Rüstungsschredder-Chance. Ich will die halt an einem Zielort wirken können. Ja, ich denke schon. Let's go. Gehen da drauf. Boah, jetzt müssen wir wählen. Jetzt müssen wir wählen. Wir hätten das direkt auf... Ah, wir hätten das auf 4 jetzt. Gucken wir mal, was wir mit der machen können. Nee, gefrorene Kugel wollen wir nicht. Nee. Kugelschaden auch nicht wirklich. Nee. Kugelschaden, Kugelschaden. Zusätzliche Projektile, Splitterschaden. Kugelschaden. Schrapnell. Feuernova erzeugt. Explosionsentzündungschance erzeugt Explosion. Explosiven Boden. Ich glaube, die ist zwar cool, aber die bringt uns nicht das, was wir wollen. Ganz ehrlich, die entzündet nämlich auch nichts, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Nee, wir verteilen das da neu. Wir heben die Spezialisierung. Ja. Ja, wir heben die Spezialisierung davon auf. Das wäre auch gut. Das wäre auch nice zu wissen, ob wir uns darin spezialisieren können. Aber vielleicht hier desintegrieren? Darauf spezialisieren?
Da können wir wahrscheinlich ein bisschen was in Feuer rein. Jawohl, Entzündungschance pro Sekunde, ja. Der Blitzschaden wird zu Feuerschaden. Ja, sehr gerne. Feueraura-Chance, okay, du hast eine Sekunde, du hast jede Sekunde eine Chance, während des Kanalisierens von Desintegrierung Feueraura zu wirken. Okay, was macht die Feueraura? Feueraura, verursacht einem Charakter herum Feuerschaden, kann in Kälte- oder Blitzschaden umgewandelt werden. Nee, das wollen wir ja nicht. Desintegrieren. Verursacht in einem Bereich herum Feuerschaden, kann. So, Desintegrieren hat jede Sekunde eine Chance zu entzünden. Die deiner Chance zu entzünden bei Treffern entspricht. Okay. Die ist gerade bei 100%. Rang 3 entzünden. Diesen hat auf Rang 3 jede Sekunde eine Chance zu elektrifizieren, zu entzünden oder zu verlangsamen. Okay. Größere Reichweite. Flammenergie. Baue sie den Gegner. Strahl auf. Verursache nach 5 Sekunden Explosion. Flammenergieaufbau. Was haben wir hier noch? 2 Strahlen. Okay, ich denke, das Wichtigste ist erstmal hier 2 rein und dann hier rein. Damit das zum Feuerschaden wird. 2 da rein. 1 da rein. Sehr geil. Und dann noch 3 da rein, dann können wir einmal hier skillen, ne? Dann hat das nämlich auch 100% Entzündchance. Ich weiß halt nicht, ob wir so krass viel halt brauchen, ne? Wir gucken mal. Wir gucken mal, hätte ich gesagt. Ne? Wir können immer wieder irgendwas nehmen hier. Erstmal brauchen wir hier noch. Wir sind halt so hoch mit der Entzündungschance. Also wir entzünden, glaube ich, auch mit allem, ne? Das muss ich vielleicht mal nochmal überdenken. Ich glaube, die Entzündungschance ist jetzt nicht so krass. Wir brauchen eher so den Dot-Damage. Ich glaube, wir brauchen wirklich eher so Dot-Damage. Let's go. Weiter hier reinballern. Ach, wir haben noch einen unbenutzten Punkt. Ja, dann ballern wir nochmal da rein. Was habe ich gesagt? Hier 7 rein und da 3 rein, ne? Weil wir brauchen 3 Punkte. Ja. Gut. Let's go! Zumindest macht unser Strahl jetzt Feuer-Damage. Und entzündet. Weil der hat auch nicht 100% Entzündungschance, wenn ich das gerade sehe, oder? Irgendwie 100% entzündet der jetzt auch nicht. Ja, geh mal so ein klein wenig hier so zurück. Ne, 100% entzündet der nicht. Gut, das ist aber ganz okay. Die Kugel kann zum Beispiel gar nicht entzünden. Dann maybe nehme ich die Kugel sogar raus. Weil ich habe ja eigentlich... mit Desintegrieren einen relativ guten Spell. Nehmen das mal raus und wir machen mal Ort auf E. Ich glaube, das gefällt mir auch ein bisschen besser. Okay. Mit Desintegrieren sammle ich auch. Ah, warte. Pro Sekunde, die der Spell, glaube ich, aktiv ist, war das, ne? Ich glaube, pro Sekunde, die der Spell aktiv ist.
am not a man of many pockets. I'm not a man of many pockets. Ich weiß, hast du wieder Materialien? Natürlich hast du wieder Materialien. War ja ganz klar. Dann können wir das auch wieder einsammeln. You're not a man of many pockets. Die Maps sind aber auch schon wirklich sehr, sehr groß, muss man ehrlich sagen. Wir können mal, glaube ich, jetzt so ein klein wenig pullen, zumindest. Damit wir hier mal ein bisschen weiterkommen. So, pullen wir das Ganze mal hier. Okay, naja. Das war schnell weg. Axt. Und hier war nix. Hier war nix. Das macht aber auch guten Damage. Also Disintegrieren macht jetzt echt guten Damage. Holy. Gut, wir stacken dann natürlich hier auch. Wir stacken relativ gut was drauf, ne? I am not a man of many pockets. I am not a man of many pockets. Ja, ich weiß. Wird denn irgendwie so blaues Zeug, was wir da wegwerfen können? Güter Elementar bis 1 plus 1 auf Eisnova. Nee, danke. Oh, erhöhter Feuerschaden. Erhöhter Schaden im Laufe der Zeit ist noch ein bisschen besser. Mal das da mal weg. Ja, das da können wir eh nicht holen. Einmal sortieren auch ganz wichtig. Weg damit. Das Ding ist, das da würde ich doch gerne mitnehmen, ne? Also, zumindest blau. Ja, komm, das da weg, das da weg. Nimmst du das da noch mit. Sortierst wieder. Kannst du das da noch wegwerfen. Das da noch. Und das da noch. Perfekt. Sehr schön. Macht mal schon wirklich, also mittlerweile, ne, machen wir die gut weg und so, ne? Also. Das, ja. Der lebt wieder. Das Gute ist, wir müssen natürlich auch viele entzünden. Weil ich glaube, zu meinen, dass wir. Für jeden Gegner, der entzündet ist, glaube ich zumindest, hier kurz raus. Für jeden Gegner, der entzündet ist, kriegen wir irgendwie Defense oder so, ne? I am not a man of many pockets. Ja, ist okay. Können wir noch was wegwerfen? Das da können wir doch wegwerfen. Das sind doch alles Nahkampfdinger. Das da auch. Sortier mal neu. Nimm das da mal mit. Das Problem ist, das wird halt doch schon dann sehr viel. Ne? Also, holy! Was sagt das da? Eiskäfer verbünden?
What? I am not a man of many pockets. Das ist auch noch nicht. Materialien können wir auch noch dann einmal sortieren. Komm. Ich hab das. Ich hab das. Ich krieg das irgendwie alles mit. Okay. Irgendwie. Wie lange hält der eigentlich? Ach, der ist schon weg. Okay. Beautiful face. Was für ein beautiful face, what? Ich muss das echt platzieren dürfen, ne? Also an die Gegner ranlaufen und so ist halt wirklich, ist halt nicht so gut. Da ranlaufen zu müssen, sagen wir es mal. Da oben ist das Ding. Holy. Also die Maps sind wirklich, also die sind ja massiv. Sind ja, glaube ich, maßlos überlevelt für den Bereich hier. Oder? Ja. Stufe 17, wir sind in Stufe 21. Wenn du jetzt sagst, I'm not a man of many pockets. Ja, dann wirf doch was weg. Was haben wir denn hier? Weg damit. Ups. War das was? Nee. Kältewiderstand, Schergenschaden, bla bla bla. Das da kann man ja. Also, das kann ich dann wirklich wegmachen. Jetzt gibt man den Helm hier. Oh! Leidest du nächstes Mal Feuerschaden? Leidest du über die nächsten 2 bis 2 Sekunden 4 Feuerschaden? Warum ich? Steckt die Welt in Brand und brennt mit ihr. Hä? Helm der Katastrophe. Oh! Geil! 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 Dann kann ich doch direkt die Sachen hier wieder mitnehmen. Irgendwie habe ich... Geht das hier so rund? Das wäre echt cool. Was hat denn mich jetzt getötet? Oh no! Ich schaffe den ganzen Weg wieder laufen. Was hat mich denn getötet? Warte, jetzt gehen wir erstmal hier wieder rein. Bist mit? Wirst zu einer Flammkugel und schleuderst dich in Richtung des Ziels. Wir können einfach zu einer Flammenkugel werden. Ah, gibt einen Mage einen Port, in dem er Damage noch dabei macht. Yes! More Fireball! Ah, wir werden einfach das komplette Fireball-Ding machen, ey. Wir werden so eskalieren damit. Ich sag's euch. Wir werden so hart damit eskalieren. Geil. Warte, jetzt kann ich ja mal... Aber ich glaube, das war so ein Rundding, ne?
Irgendwas hat mir Damage gemacht, aber extrem viel. Ich wüsste gerne was. Okay. Ey, das ist... Das fühlt sich so gut an. Die da waren das. Ich hab übel viel Damage gerade. Ist okay, wir sind gleich durch. Dann hoffentlich kriege ich wieder was. Ey, ich kann doch nicht mal die Glyphen mehr aufsammeln, oder was? Jetzt mach doch nicht diesen, ey. Aber auch alles ausgeschöpft, ne? Sollen wir noch was Cooles droppen sollten? Einfach nice. Ja, wie zum Beispiel das da. 100% von Säureflaschenbasisschaden wird zu Kälteschaden umgesendet. Vergiftungsschaden durch alle Quellen wird durch Erfrierungsschaden umgesendet. 6 Chancen auf Erfrierung von Erfrierung. I mean. 500. Damn Gold. Warte, was? Nee, das ist definitiv schlechter. Das ist auch schlechter. Giftschaden, Beständigkeit, weg damit. 17 Gold, 10 Gold. Dann nehme ich ja viel lieber das damit. 32 Gold. Kann ich das auch noch mitnehmen? Ja, ne? Ist ja auch ein Ring. Ist ja klein! Passt ja in die Tasche. Nice. Ab ins Kultistenlager. Wir spielen jetzt ein bisschen mit den Kultisten. Und zwar kein Fangen. Doch, vielleicht doch. Vielleicht rennen sie ja. Huch. Die sind friedlich? Diese Kultisten sind friedlich. Grenzen. Hallo, nicht porten. Hä? Was? Hä? Was war das jetzt? Wie wäre es mit einem Handel? Ja, gerne. Du kannst nämlich all diese Nahkampf-Dinger hier haben. Die bei mir sowieso überhaupt keine Verwendung finden, weil das sind keine Zauberstäbe. Zauberschaden ist cool, Entzündung bei Treffer ist cool, aber wir haben einen, der Zauberschaden Verlangsamung bei Treffer, ja. Also nicht so. Das Ding ist, Feuerschaden wäre halt noch insane. Nahkampf Feuerschaden, was? Klar, natürlich. Weil ich Nahkämpfer bin. Nee, kritische Trefferchance. Nee. Erhöht LP-Regeneration. Rüstung. Nee. Nope. Die da kommt wieder schön in unsere Kiste. Zu unseren anderen Dingern. Und schon ein einziges Setteil haben wir gefunden, ne? Aber natürlich für den falsch. Hoppa. So. Huch.
Ich glaube, es laggt ein wenig. Wie machen wir das da gerade? Was ist denn, wenn ich den da reinmache? Kann ich da noch... Kann ich denn da noch zufälligerweise Feuerschaden drauf machen? Aber ich kann auch Zauberschaden... Achso, nee, ich kann den Zauberschaden appen. Ah. Warte mal. Gibt's nicht hier auch so Chaos-Dinger? Was ist denn, wenn ich hier so ein Chaos-Ding draus machen will, ne? Geht nicht, ne? Ist das ja Glyphe der Hoffnung? Ne? Hol das mal raus. Machen wir hier noch so Entzündungen rein? Ich hab nur einen davon, oder? Das war doch jetzt die Aussage davon, ne? Ich habe, glaube ich, nur einen einzigen davon. Dann würde ich das mal noch nicht machen. Machen wir mal noch nicht. Hallo! Marcel und Leiter. Kein Grund zur Sorge. Wir sind nicht die Wahnsinnigen, die dir auf dem Weg hierher begegnet sind. Wir sind anders. Überlebende. Was führt dich hierher? Ist es Valerin? Ja, auch wenn es schon bessere Zeiten erlebt hat. Die Kultisten, die die Segen des Vergessen als Vorwand für die Zerstörungswut verwenden, haben die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Okay. Jene von uns, die ihren Verstand nicht verloren haben, wurden ins Exil am Rande der Ruinen gezwungen. Was führt euch hierher? Ich suche einen Tempel von Eterra. Interessant. Ich würde gerne ein Angebot unterbreiten. Wir wollen eine Real durchführen. Solltest du Erfolg haben, wird uns die Macht verleihen, uns gegen die wahnsinnigen Kultisten zu verdrängen. Aber wir brauchen Hilfe, um die Relikte aus Valerin zu bergen. Okay. Aha. Hey, fliegen wir aus den Ruinen im neuen Schatz des Orakels von Hafen im Süden. Wenn du diese Relikte bringst, würde ich die Stadt passieren lassen können. Werden wir dich die Stadt passieren lassen können? Okay. Was hat es mit den Relikten auf sich? Hier befinden sich die Ruinen von Valerin und die Untergrundstadt. Dort findest du einen Untoten des unsterblichen Emporos vorfinden. Okay. Er trägt ein Phylakterium mit reiner Seelenessenz bei sich. Wir werden diese Macht für das Ritual nutzen. Unsterbliches Imperium? Sie sind die antiken Tyrannen, die dieses Land einst unterjochten. Heute ist vom Imperium eigentlich nichts mehr übrig, aber seine Bosheit ist immer noch spürbar. Okay. Manche sagen, das Imperium war gut, manche sagen, das Imperium war schlecht. Also ich glaube, die in der letzten Zuflucht sagen, das Imperium war eigentlich ganz gut. Die sagen jetzt, es war schlecht. Alright. Sie sollten angeblich unsterblich sein. Über Jahrhunderte waren sie das auch. Aufgrund der Kriege und des Erstarkens der Leere sind kaum noch welche übrig, mal abgesehen von unserem Feind in der Untergrundstadt. Nach was soll ich denn ausschalten? Im Süden liegt der Hafen von Valerin. In den ersten Tagen des Triumphs der Leere schickte eine Seherin, die als Orakel bekannt war, die Stadt Hilfe. Ein Symbol der Hoffnung. Gerüchten zufolge befindet sich der Schatz des Orakels, wo sich dieses Symbol befindet, am Hafen. Mit dem Symbol der Hoffnung können wir unseren Geist während des Rituals fokussieren. Okay, ja, okay, ja. Farewell. Machen wir. Machen wir. Let's go. Oh mein Gott. Es ist ein wenig am Laggen. Leck. Oh, why? Game. Why is there rubber bending now? Let's make the Discord open. Hallo? Hallo? Spiel? Spiel? Danke. Let's see. Ich geh mal kurz auf Discord und gucken mal gerade. Lass Epoch. Was sagt die? Selecting Logins can actually being placed on rest central once locked in. You pass the decision and patient, you resolve it. This thing is secure, please. Oh, wait, sind wir. Ah, warte mal. Wann war das? 19:52 Uhr.
Sind wir denn zufälligerweise auf dem falschen Server eingewählt? Das könnte es natürlich erklären. Nun logget man sich einmal aus und versuche es erneut. Wir gehen mal in die Dings. Gerade gelesen, vielleicht könnten wir einfach auf den US-Servern gelandet sein, obwohl wir EU West angewählt haben. Apparently that's a thing. Halt, stopp, das war nicht das... Das war nicht die Server, ne? Muss ich das Spiel komplett neu starten? Man weiß es nicht, ne? Mein Internet ist es aber auch nicht. Nö. Warum bin ich hier? Niemand weiß es. Obwohl ich die Kultistenstadt ausgewählt habe. Okay. Hoffentlich funktioniert es jetzt besser. Aber sieht so aus. Wer bist du? Die Tatsache, dass du vor mir stehst, hast du eine Heimat ebenfalls? Hast du deine Heimat ebenfalls verloren? Woher weißt du das? Nur so ein Gefühl, deine Augen strahlen Trauer aus. Wir mussten die großen Ruinen verlassen. Andere haben sich von der Leere in einen Rausch der Gewalt treiben lassen. Sie ergötzen sich an den Grausamkeiten und verderben die Leere damit. Was wiederum die Schrecken anzieht. Wieso verehren sie sich dem Frieden des Vergessens? Stattdessen verwissen die Schrecken unser Zuhause. Ich kann die leeren Schrecken bezwingen. Das kannst du? Oh. Oh, wie sehr ich dir doch glauben möchte. Will die Tranquilität mit dir sein? Okay. Ebenso mit dir. Ebenso mit dir. Jetzt lasst uns mal gucken. Also wir haben hier Unterstadt. Wir haben hier die Ruinen von Valrhyn. Wir haben die ruinierte Akademie. Wir müssen in den Hafen. Okay, wir haben sehr viele Sachen zu tun. Wir gehen mal in die Ruinen von Valrhyn. First of all. Einmal Ruinen. Habe ich meinen Stuff verkauft? Ja, ne? Ja, das war das Erste, was ich gemacht habe. Because I'm not a man of many pockets. But I will be a man of a loot filter. Definitely. Sometime. So. Die sterben jetzt irgendwie nicht so schnell, ne? Was ist das hier? Stufe 18. Naja, wir sind Stufe 21, also eigentlich sollten die schon ziemlich gut dahin gehen. Okay. Nice. Oh, nicht so nice. Nice. Ich glaube, hier können wir runterlaufen, oder? Können wir hier runter? Hallo? Ja. Wir können hier runterlaufen.
können aber die blauen Sachen da wieder mitnehmen. So, vielleicht machen wir es mal so. Wie, da ist auch noch eine Tür. Aber hier oben ist auch so ein, das blaue Ding. Ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Ich glaube, ich gehe erstmal da oben hin und hole mir den TP auch. Die Tür könnte nämlich einfach nur das Pendant zu der Tür sein, wo wir reingegangen sein. Einfach nur ein anderer Weg. Okay. Dun, dun, dun. Wir haben mehr Damage an Leuten, die verbrannt sind, habe ich irgendwie. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl. Fools. Fools. Ja, ich will definitiv mein Dings hier. Meine Elementar-Nova an Ort casten können. Das würde so viel besser machen. Oh, Level 22. Nice. Mit was für einem Level kriegen wir jetzt eigentlich das nächste Mal, dass wir können. Fähigkeit zum Leveln schicken. Uhuhu. Haha. Nice. Ein Gürtel, please. I mean, Chance auf Blutung bei Treffer ist eigentlich auch ganz cool, weil wir haben ja relativ viel Dingsschaden. Haben wir unseren Zauberstab verkauft? Wir haben, glaube ich, unseren Zauberstab verkauft. Oder ist er noch im... Ah, nee, der ist noch hier drin. Und ich wundere mich, warum wir so wenig Damage machen. Ja, das da brauchen wir ja nicht. Da chillt der die ganze Zeit im fucking... Ach, Mann. Das kann aber auch nur mir passieren, ne? Schaden über Zeit, mehr Damage. Ja, let's go. Und hier nochmal zwei rein und dann kriegen wir hier nochmal rein. 120%. Okay. Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall 4 reinsetzen, weil das gibt halt immer sehr viel Damage. Und wir haben halt Flammen mehr. Und da kriegen wir zusätzliche Durchdringung. Gegner werden schon ziemlich gut, ne? Obwohl das erst Level 18 ist. Vielleicht haben wir wirklich so ein bisschen Glaskanonen, ne? Mäßig. So. Hier sollten wir doch mal ein bisschen auf unsere Defensive achten.
Aber als Feuermage, ich meine, ne? Wie sagt man so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff ist einfach die beste Verteidigung. Wer braucht schon defensiv, wenn er auch angreifen kann? Definitiv! Jawohl. Irgendwas haben wir doch jetzt hier auch gemacht, ne? Irgendwas war da. Nice, die haben wir schon mal. Fools. Bedienen. Ach Mann. Huch. Schon wieder not a man of many pockets. Und wir haben noch jemals was eingesammelt. Zum... an Materialien. Weg mit denen. I am not a man of many pockets. Jo, ich weiß. Deswegen holen wir das ja auch alles mit. Ich könnte mir mal gleich gucken, dass wir irgendwo was mit Feuerschaden finden und den Feuerschaden. Sonst war hier nichts mehr, oder? Nee. Ich glaube, jetzt können wir durch die Türe gehen. Dass wir irgendwo was mit Feuerschaden vielleicht da bekommen und es quasi runternehmen können als Affix. Das wäre schon ganz cool. Ich habe wieder zu wenig abgeworfen, ne? Also das da kann auch raus. Das da kann halt noch raus. Das da kann auch raus. Das da kann auch raus. Und das da kann auch noch raus. Weg damit! Warum nehme ich die blauen Sachen denn auch wieder mit? Nur eine Götze. Nice. Das dann auch mal mitnehmen. Und dann gehen wir in die Untergrundstadt. Das ist ja wirklich so. Da ist ja aber immer noch was zu machen. Da haben wir was vergessen. Aber wir haben den Port. Was genau war das für eine Aufgabe? Das war die hier. Störe die leeren Schrecken, die die Ruinen von Velryn durchschreiten. Was? Wir haben doch fast alles gekillt. Okay, ich muss trotzdem einmal zurück. Denn wir haben Zeug zu verkaufen. Yay! Wir machen echt viel Backtracking, ne? Ich sollte vielleicht wirklich einen Lootfilter einstellen. Das wäre, glaube ich, das Allerbeste. Das wäre, glaube ich, wirklich das Allerbeste, einfach einen Lootfilter einzustellen.
Ich will nichts schmieden. Ich will verkaufen. Hm. Ja, die Nahkampfdinger können alle wieder weg. Die Schilde können, glaube ich, auch alle weg. Braucht auch niemand. Alles Nahkampf. Gibt zwar Zauberschaden, aber macht halt einfach... Nur Nahkampf-Damage. Na gut, der macht hier ein bisschen Zauber-Damage, aber wir sind kein Nahkampf-Zauberer. Nee. Hier noch, nee. Huch. Nee. Stimmt, wir haben den anderen jetzt bekommen. 22 im Laufe der Zeit. Der hat 23, nee. Nope. Oh. 21 im Verlauf der Zeit plus 1 Stärke, was jetzt eher so egal wäre, aber das gibt halt deutlich mehr Damage, ne? Trefferchance, was haben wir hier? Chance auf Entzündung bei Treffer 9%, 7%. Nee, kann er weg. Was bist du hier? Intelligenz, erhöhter Elementarschaden. Was? Oh. Ja, nehmen wir. Das ist halt die 2 Intelligenz-Ausweichwertungen. Ja, komm. Nice. Nice, nice, nice. Dann können wir noch ein bisschen leveln. Oh, genau, wir wollten das da, damit wir hinkommen, dass wir die platzieren können. So, wir haben 2 ungenutzte Punkte. Ich denke, wir wollen da drauf, ne? Also gehen wir einmal zweimal hier rein, ne? Damit wir beim nächsten Mal das da skillen können. Das sollte schon machbar sein. Ich benutze halt Desintegrieren jetzt relativ viel. Was hast du jetzt? Ich kann es zumindest versuchen. Achso, ja, gut, okay. Da sind wir immer noch dabei. Mein Guter. Dann gehen wir hier mal zurück. Hier haben wir anscheinend was nicht abgeschlossen. Also, wir hätten auch noch passiv skillen können. Und maybe könnte ich wirklich hingehen und mal den und mir einen Lootfilter einstellen. Das könnten wir wahrscheinlich tun. Ja, das als Basis. 7. Ja, noch müssen wir da rein. Wir müssen die alle 3 hier töten. Irgendwie sind es jetzt 3. Ich glaube, vorher war da nur einer auf der Map, ne? Vorher war da, glaube ich, nur einer auf der Map. Oh. Fireball, Fireball. Macht, was immer ein Fireball macht. Ach, jetzt treiben die sich da unten rum. Ich bin schon wieder tot.
Warte, aber direkt, hier ist doch direkt ein Gegner. Oh mein Gott. Oh, ja, das war viel. Das war... Leckt das? Ich glaube, es leckt ein bisschen. Irgendwie castet der nicht sofort den... Mein... Hast du nicht sofort mein Disintegrieren? So, jetzt habe ich einen gekillt, alle sind verschwunden. Hat es das jetzt? Ah, jetzt hat's gecheckt. Okay. Holy moly, was hat er denn gedroppt? Wo ist diese komische Stadt da? Oha. Oha. Dauer von Blutung. Naja, okay. Kann man hier noch so lang? Nee, ich kann nicht von dir rennen, aber ich will auch nicht wirklich, ne? Ist hier irgendwo was Verstecktes oder so? Der sagt doch, irgendwie von hier kämmert man da hin, oder? Oder muss ich hier so lang? Ah, hier ist aber zu. Oh, irgendwie so in der Art einen Key oder so? Bin leicht verwirrt. Nee, ich glaube, wir kommen da echt nicht hin, ne? Wir kommen da echt nicht hin. Nee, absolut nicht. Schade. Schade. Oder ist es hier? Nee. Why? Ich hatte doch drei Dinger hier. Warum hat er das... Warum hat er einen Ward gecastet anstatt einen Fireball? Hä, das macht doch absolut gar keinen Sinn jetzt. Ich glaube, hier hinten war auch nichts, ne? Wir sind ja quasi da lang. Schön. Der Damage aber auch, ne? Ist ja insane gerade. Nee, also wir kommen da glaube ich wirklich nicht hin, ne? Ist irgendwie ein bisschen doof.
Hm. Schade. Schade, schade, schade. Many pockets. Schon wieder voll. Aber diesmal hatten wir sehr viele Materialien dabei. Ich glaube, der will manchmal einfach diesen Fireball nicht casten. Was halt echt dumm ist. Einfach dumm. So was. Einfach dumm. Nee, hier waren wir ja auch schon. Also da ist es auch nicht lang. Ich weiß nicht, wie man in dieser Akademie kommt. Legit nicht. Keine Ahnung. Er fängt an, es zu casten, aber zieht es dann nicht durch. So, als würde er mitten im Cast abgebrochen werden oder so irgendwie was. Richtig weird. Naja, gehen wir hier wieder runter. Dann können wir noch einmal desintegrieren. Leveln. Das wäre doch geil. Desintegrieren, leveln. Da rein. Nice.